Ja, willkommen zurück zu City of Mountain 2. Das ist der fünfte Teil, den ich jetzt mache davon. Ja, laden wir das Spiel erstmal. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder die Ladephase, müssen wir warten, bis alle wieder reingelaufen sind. Ja, ich wollte ja immer das Datum sagen, bei meinen Spielen. Ja, wir haben heute den 4.6.2018. 2019, tut mir leid. 4.6.2019. Wir haben so 12 Uhr 20 Grad, 12.20 Uhr. Ja, da kann man dann nochmal sehen, wie lange das dauert, bis das überhaupt dann bei YouTube zu sehen ist. Deswegen wollte ich das immer schon. Gleise weitermachen. Dafür brauche ich natürlich Geld. Und dafür gibt es dann natürlich Wartezeiten. Ja, da habe ich eine Haltestelle irgendwie ausgelassen. Deshalb auch immer. Jetzt sind wir wieder in die Tastatur hier rein. Irgendwo hier habe ich doch mit dem Gleisbau aufgehört. Da sieht man die Gleise. Ich glaube, bis hierhin bin ich dann auch gekommen. Nochmal die Soundeffekte hier ein bisschen leiser. Achso, ich habe mittlerweile eine Brille. Also brauche ich jetzt auch nicht mehr so nah dran zu gehen, um was zu sehen. Kann ein bisschen weiter entfernt sein. Es ist ja auch immer blöd, wenn ich so nah an die Kamera muss. Ja, ich beschleunige jetzt einfach mal die Zeit und wir werden dann mal hier abwarten, dass ich hier ein bisschen Kohle reinkriege für die Gleise. Wo war das denn nochmal? Hier Straßenbau, ne? Und dann hier Straßenbahngleise. Genau hier. Hier haben wir ja aufgehört. Ja, dafür brauchen wir 296 Euro. Und die müssen wir wohl zusammenkriegen hier. Ich habe ja letztes Mal noch die Einstellung da ein bisschen geändert bei dem Bissen. Da ist ja Oberleitungsbus und normaler Bus, wie habe ich gemacht. Da musste ich ein bisschen die Einstellung ändern, weil ich richtig in die Miese gegangen bin. Das sieht im Moment auch nicht viel besser aus. Ja, bei den Spielen ist das ein bisschen so blöd, die Gebäude, die verändern sich andauernd. Ja, und dann hast du einmal da so ein gutes Gebäude, hast da eine Bushaltestelle hingebaut. Da ist das gute Gebäude auf einmal weg. Und hier stehen da irgendwie so ein Billiggebäude hin. Wo man kaum was mit verdient. Das Problem hat die wahrscheinlich mit der Buslinie. Ich könnte das Ganze jetzt auch beschleunigen eigentlich.
Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so gut ist. Weil habe ich mich schon mehrmals auf die Fresse mitgelegt. Ja, mit dem Bissen hier, mit dem normalen Bissen. Da nehme ich im Moment nichts ein. Ich verstehe es nicht. Ja, ich könnte hier jetzt rein theoretisch einen Kredit aufnehmen. Irgendwie, irgendwo. Hier. Ich könnte das jetzt Ganze zu Ende bauen. Ob das jetzt wirklich so gut ist, weiß ich nicht. Ich würde da gerne ohne Kredite durchspielen. Weil mit den Krediten, da macht man die Firma ziemlich schnell pleite. Ich bin schon wieder miese. Ja, bei uns ist das richtig heiß im Moment. Wir haben Temperaturen von über 30 Grad draußen. Also der Sommer fängt langsam an bei uns. Also in der Wohnung habe ich gerade mal 25 Grad. Aber mir ist es hier schon zu warm. Immer weiter in die Miese. Also ich muss da irgendwas mal ändern. Ob ich ja auch keine Meldung kriege, verstehe ich auch nicht. Für eine Fahrt, ey. Das ist schon ziemlich günstig. Vielleicht bringt das ja was, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Lass ich mal jetzt die Einstellung hier erstmal. Warten wir eine Zeit lang ab. Ja, sieht doch schon besser aus. Da muss ich tatsächlich einen Kredit nehmen. Kann es doch nicht sein hier, dass man das Spiel nur mit Krediten durchspielen kann. Wie denn überhaupt?
Das was ich habe endlich beschlossen, mein Auto abzuschaffen. Nur eins hindert mich noch. Hin und wieder muss ich ma meine Mutter besuchen. Und die wohnt weit weg. Sie helfen mir doch, oder? Ich möchte wirklich kein Auto mehr haben. Richten Sie eine Linie Start bei Rot, Ziel bei Grün. Rot nach Grün. Ja, da werden wir mal drauf achten. Da werden wir später irgendwann im Laufe des Spiels mal so eine Linie hinbauen. Hallo, ich bin Karin Krims von der örtlichen Frauenvereinigung. Wir haben ein Seminar ab und wir halten ein Seminar ab und wüssten es außerordentlich zu schätzen, wenn Sie uns helfen würden, den Transport zwischen den Veranstaltungen zu organisieren. Richten Sie eine Linie zwischen Blau, Gelb und Museum, also das andere Blaue. Abgeschlossene Transporte. Ja, transportieren Sie 30 Personen auf der neuen Linie. Ja, es passiert alles automatisch später. Hier eine Verkehrsdichte von 6%. Das kann jetzt irgendwie nicht sein. Okay. Ich habe das Spiel ja gesaved letzte Mal. Und ja, wenn das jetzt schief geht, dann würde ich dann nochmal von den Save-Punkten nochmal machen. Auch wenn ich das jetzt nicht so haben wollte. Aber ich komme hier nicht voran. Ich würde mir hier einfach mal den höchsten Kredit nehmen, den ich hier kriege. Einfach hier mal weiter voranzukommen. Okay, später laufe keine Kredite mehr, aber egal. Kann man das nicht einfach eintippen? Nee, kann man nicht. Das Spiel wird mit 100.000 gestartet, ne? Mal gucken, ob die mir eine Million leihen. Oh, jetzt ist sich das beinahe aufgegangen. Aber ich habe eins vergessen. Ich habe ein TV-Programm an. Ich hoffe, er springt nicht an während der Aufnahme. Er hat zwischen dem fünften und sechsten Teil einmal ausmachen müssen. Ja, 1 Million. Leihen wir uns mal 1 Million. Die zahlen wir dann ab in. Wochen. So hohe Schulden, Kredit nicht möglich. Also ich kann mir keine Millionen leihen. Du hast einfach mal mit 1 Million.
Ja, das TV-Programm ist ein bisschen blöd, wenn man Let's Play macht. Weil er unterbricht die Aufnahme einfach. Und sagt dir, das und das läuft gerade im Fernsehen. Schau dir das mal an. Ja. Interessiert mich aber dann nicht, wenn ich gerade ein Let's Play am machen bin. So, ein Kredit von 5, also von 1 Million habe ich bekommen. Wöchentliche Raten 45.000, okay. Ob ich das hinkriege, keine Ahnung. Ja, dann bauen wir schnell die Straßenbahn hier zu Ende. Dass wir ein bisschen Geld verdienen hier. Ich habe die Warterei auch satt gehabt, ganz ehrlich gesagt. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, ganz nach hinten. Sehr schön und gut. Die habe ich aber jetzt übersehen, ach so, da. Das ist auch wieder so total komisch dran, ne? Ich habe hier, glaube ich, mit 100.000 gestartet, aber kann mir jetzt eine Million leihen, eine halbe Million leihen. Mehr als ich überhaupt Startkapital hier hatte. Aber dadurch kann ich auch schnell pleite gehen und dann einfach nur bankrott. Da muss ich jetzt drauf achten, dass ich hier dann nicht alles gleich verjubel hier. Also ich schneide die Aufnahmen gar nicht mehr. Das ist mir einfach viel zu viel Arbeit. Dann würde ich auch nicht schaffen, jeden Tag da irgendwie so einen 2-Stunden-Clip reinzumachen. Ich habe das jetzt einfach eingestellt, dass er auch nach 2 Stunden einfach mal cutten soll. Dann packe ich das in so 2-Stunden-Clips rein. So kann ich dann jeden Tag eine Folge um 18 Uhr reinpacken. Ich habe sie mir größtenteils noch gar nicht selber angeguckt. Werde ich erst später sehen. Viel später. Deswegen bin ich beim Live-Chat auch in der letzten Zeit nicht dabei gewesen. Ich habe einfach viel zu viel Stress im Moment. Privaten Stress hier. Aber das wird noch in der Zukunft alles besser. So, jetzt bin ich hier ganz am Ende angekommen. Irgendwas habe ich wieder falsch gemacht, ne? Oh, doch nicht. Gehen wir hier einfach. Ja, passt doch. So. Gehen wir hier hoch. So, hier kann er zum Beispiel jetzt nicht wieder rein. Der muss hier geradeaus weiter. Im Endeffekt. Und ich muss ja, ich muss ja hier wieder ankommen. Und kann jetzt hier geradeaus nur durch. Also würde ich auch komplett geradeaus durchziehen jetzt. Alles halb so schlimm. So kann ich denn da nicht dran? Ist auch wieder hier so eine Geschichte. Ich
hoffe, ich kann da trotzdem ein altes Leben bauen. Sonst wäre es ja mies hier. Hier wieder zurück. Jetzt brauche ich Bushaltestellen. Weil die können jetzt nicht die gleichen Bushaltestellen benutzen. Ich brauche hier extra Straßenbahn-Bushaltestellen. Ja, und jetzt, da die hier die bis auf wechseln sollen, würde ich dann direkt einen erstmal hier an den Haltestellen anbauen. Muss mal ich muss irgendeine Linie mal auch in die andere Richtung machen. Demnächst. Habe ich da eine Haltestelle nicht aufgenommen? Muss ich jetzt nicht verstehen. Aber anscheinend habe ich da eine Haltestelle nicht aufgenommen. Mit dem Wissen. Da eine Haltestelle. Keine Ahnung. Wird die dann übergangen? Ich werde jetzt versuchen, exakt so in der Nähe von den Haltestellen hinzubauen. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die Gleise hingebaut habe. Habe ich die jetzt in die falsche Richtung gebaut? Ne, in die richtige Richtung. Aber dann bin ich doch mit den Gleisen hier hochgegangen, ne? Super, wo bin ich denn jetzt mit den Gleisen lang gefahren? Bin darauf gefahren, ne? Also bin ich, glaube ich, denke mal, ich bin hier lang gelaufen mit den Gleisen. Ja, durch diese ganzen Farben hier sieht man gar nicht mehr, wo die Gleise. Durch diese ganzen Farblinien sieht man nicht mehr, wo ich hier lang gefahren bin. Aber ich bin anscheinend hier mit den Gleisen hochgegangen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ey. Wo bin ich denn mit den Gleisen hingefahren? Hier irgendwo durchgestartet? Ja, jetzt ist das, wenn man nicht mehr weiß, wo man mit den Gleisen hingefahren ist. Kann man die Linie nicht irgendwie ausmachen?
Naja. Ich krieg jetzt raus, wo ich die Gleisungen gebaut hab. Verdammte Scheiße. Aber hier sind keine Gleise, oder? Ich weiß gerade echt nicht, wo ich die Gleise hingebaut habe. Aber hier sieht man die auch nicht. Hier zeigt der Gelb an, hier ist er angebunden. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ja, jetzt ist er angebunden. Da war irgendwas nicht verbunden. Hier ist das auch, ja, gleich Problem. Da waren keine Gleise, wo habe ich denn die Gleise hingebaut? Bin ich so verwirrt, ey, wo habe ich denn die Gleise hingebaut? Noch hier oben bin ich doch reingegangen. Hier habe ich die Gleise gebaut. Ja, und hier bin ich doch immer die Strecke gefolgt. Von denen. Da, ja. Ja. Ja, und hier habe ich die Gleise gebaut, und genau hier. Ja, bin ich doch da, dann bin ich doch hier hochgegangen normalerweise. Aber habe ich vergessen, hier die Gleise zu bauen? Habe ich echt hier vergessen, die Gleise zu bauen? Oh je. Jetzt zeigt er schon wieder rot an. Warum das denn? Irgendwas habe ich da falsch hingebaut, ich keine Ahnung. Ja, und hier kommen sie nicht hoch, das ist das Problem. Langsam. Habe ich hier echt vergessen, Gleise zu bauen? Die gibt's doch nicht. Ich habe die Gleise hier lang gebaut. Ich habe sie ja hier lang gebaut und nicht darunter. Oh Mann.
Jetzt sehe ich den Fehler. Ich habe die ja hier lang gebaut, auf der Strecke und nicht hier runter. Deswegen waren hier auch keine Gleise. Ah, Mann. Egal. Jetzt habe ich da Gleise umsonst gebaut. Ja, das ist es, wenn man ein bisschen verwirrt ist. Jetzt sehe ich den Fehler auch. Okay. Wir werden im Laufe des Spiels wahrscheinlich noch ein paar Fehler, mehr Fehler auch passieren. Jetzt habe ich die genauso lang gebaut wie da und da habe ich jetzt auch Gleise unnötigerweise. Ja, egal. Ist eben passiert. Bau die alte Stelle jetzt einfach nehmt. Die anderen alten Stellen. Das ist es, wenn man länger schon nicht mehr gespielt hat. Okay, und jetzt geht das hier lang. Gleise, anstatt da. Dann brauche ich das hier hin. Warum fährt er denn dann hier mit den Gleisen nicht hoch? Weil die Gleise da hinten sind. Ach so, er fährt dann hier runter, okay. Hier mal abstimmen. Also ich könnte hier irgendwie eine Haltestelle bauen, aber ich müsste hier noch eine haben. Also baue ich hier erstmal einen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wenn ich das hier alles einnehmen will, dann muss ich das hier echt dicht bauen.
Naja, geht ja noch. Ich habe gerade mal 20.000 jetzt ausgegeben hier. Will hier auch jedes Gebäude mitnehmen, weil ich dann später weniger Probleme habe. Deswegen ist da ein bisschen eine Feinspielerei. Ja, so. Dann bin ich, glaube ich, hier runtergefahren, ne? Mit den Gleisen. Ein Stück. So. Und hier ist ein Einkaufscenter und ich hoffe, der bleibt auch bis zum Ende und wir reißen den nicht irgendwann ab, weil beim Einkaufscenter, da kann ich viele Passagiere hinfahren. Passagiere. Diese kleinen Häuser hier, die bringen eigentlich gar nicht viel, aber diese Hochhäuser bringen hier was. Also jetzt bin ich hier runtergefahren, ne? Nochmal so. Jetzt muss ich mal darauf achten, wo ich hingefahren bin hier, wo ich die Gleise hingebaut habe. Also ich habe sie hier hoch gebaut. Also müsste eigentlich hier eine Haltestelle hin. Ein Stück höher. Ein Stück tiefer, so. So. Würde ich die nächste irgendwo hier hinbauen? Das wäre sogar super so. Und dann geht's hier runter. Okay, müsste ich hier irgendwo einnehmen wollen. Jetzt habe ich hier das, ups. Jetzt habe ich hier so eine kleine Lücke. Die Gebäude habe ich jetzt alle nicht mit eingenommen. Da würde ich dann hier so ein Gebäude später hinbauen, dass ich wenigstens ein paar von denen noch mitnehme. Dann habe ich die da hinten nicht. Habe ich hier echt kein Gleis? Nein, habe ich nicht. Also zwei, drei Gebäude kann ich hier schon nicht einnehmen, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Also ich bin hier, ich muss jetzt hier die Strecke komplett hoch, ne? Genau. Ja, und da habe ich auch schon wieder so eine kleine Lücke. Hier. Ja, es lässt sich aber nicht mehr so ändern hier. Kommt schon mal vor. Strecke muss ich denn jetzt hier, ne? Wo habe ich denn hier letzte Haltestelle gebaut? Da.
ist das eine. So. Oder bin ich hier rein? Wo müsste ich dann? Dann bin ich wieder hier runter. Ja. So immer. Also hier müsste es sein. Die Kreise zeigen ja auch immer nur an, wie weit bereit, Passagiere laufen würden, also wie weit die bereit sind zu laufen, das wollte ich sagen. Mein Gott. Ja, hier habe ich noch so ein kleines Loch. Ich glaube, hier muss ich sogar zwei Haltestellen noch hinbauen. Und hier nochmal eine. So. So, geht noch weiter runter. Hier habe ich alles soweit fertig. Mit den Gleisen hier wieder rein. Okay. Und dann hier. Wo habe ich jetzt die Lücke gehabt? Auf jeden Fall hier wieder runter. Und dann hier komplett runter oder was? Ah ja, und hier konnte ich ja nicht verbinden, also bin ich dann hier einmal hinten lang. Okay. Und da hatte ich die Lücke. Okay, die Lücke können wir aber auch noch abdichten. Ja, nicht perfekt, ne? Okay. Nicht perfekt, aber wir können sie ein bisschen abdichten. Dann fährt er hier und dann wieder hier runter und dann hier wieder raus. Gut, und ist dann hier hochgefahren, ne? Ja, und hier bräuchten wir erstmal eine Haltestelle hier. Um hier alles abzudichten. Würde ich noch eigentlich hier hinstellen irgendwie. Aber hier wäre sogar besser. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Soweit. Und wieso zeigt er mir jetzt rot an? Weil ich hier. Ah! Ja, dann mache ich die hier hin. Aber das kann doch nicht sein. Warum habe ich den denn da an den hingestellt? Hä?
So. Der fährt ja hier. Ja, hier fährt er auch wieder rein. Und dann da hoch, ja. Aber hätte ich die Haltestelle hier hinstellen sollen. So. Ja, und dann fährt er hier runter schön und hier dann geradeaus durch. Auch stellen wir hier einen ein. Hier müssen wir nicht komplett abdichten. Ja, und da wir jetzt hier Haltestellen hinbauen, wie dieser Park hier, da werden wir auch noch Häuser bauen. Später. So, dann kommt er hier rein. Hier wieder nimmt die Haltestelle. Was? Nicht genügend Platz. Dann bauen wir einen hier. Ja, und zum Schluss bauen wir hier noch einen hin. Weil dann haben wir einen richtigen Rundkurs. Falls die irgendwo hier dahinter wollen, dann steigen sie irgendwo dann steigen sie hier aus und laufen hier rüber zur Bushaltestelle. Okay. Jetzt bauen wir eine Linie. Eine Straßenbahnlinie. Hier habe ich eine Linie schon zu viel. So. Was? So, erstmal Busdepot und da jetzt alle Haltestellen anklicken. Ja, und da habe ich echt eine Haltestelle übersehen. Keine Ahnung warum. Haltestelle ist nicht verbunden, ja. War mir klar. Ich habe einen dummen Fehler gemacht hier. Genau, nämlich hier. Da.
Jetzt müsste ich die eigentlich verbinden können. Genau. Wenn die rot sind, heißt das, da ist kein Gleis dran, und bei Gelb heißt, die sind mit dem Gleis verbunden. Ich wollte hier eigentlich eine direkte Linie haben, deswegen, aber egal. Hab jetzt den Fehler gemacht, jetzt büße ich für den Fehler. Jede schön mitgenommen. Und jetzt hier, da, da, da. Jetzt weiß werden, sind sie an der Linie angebunden. Habe ich denn die Heizstelle da jetzt übersehen? Halb so schlimm. Halb so schlimm. Jetzt habe ich sie ja mitgenommen. So, jetzt habe ich da alles abgedeckt. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob es da noch andere Maps gibt, also andere Karten gibt. So, warten da jetzt 10 Leute. Und mir hat mal jemand verraten. Zehn Leute wollen da jetzt mitfahren und steigen da gleich ein paar Haltestellen weiter aus, sag ich. Ja, keine Ahnung. Machen wir hier den Fahrplan. Ja, da würde ich sagen, Wochenende. Wochenende da schon. Werktags. Werktags soll er einmal die Stunde fahren. Mit dem Großen. Wir nehmen nur Große. Busverkehr schalten wir aus. Feierabendverkehr schalten wir auch aus. Wochenende soll er auch alle Stunde fahren.
lass mal die Uhrzeiten so drinne, wie sie da stehen. Wochenende mit Groß. Nacht. Nehmen wir hier auch erstmal Groß. Und machen wir auch stündlich. Da haben sie hier 2 Stunden Pause, da 1 Stunde Pause. Und individuell machen wir auch aus. So. Das halte ich doch schon mal für gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie viele Bisse braucht ihr hier? 19. Aber kaufen wir 20 Stück. Kaufen wir lieber 30. Gehen wir auf Nummer sicher. Fahrzeuge kaufen, achso, so war das, genau. Das sind die großen, ne? Ja, das hier sind die großen. Kommen mal 30 Stück von, so 10, jetzt nochmal 10. Und hier nochmal 10. So, warum ist das denn jetzt alles angeklickt? So, ach Mann, verdrückt mich hier dauernd. So, nehmen wir direkt hier den ersten, den hier, komm. Die Straßenbeleuchtung. Wo ist der denn? Stopp. Die Straßenlinie. Den hier wollte ich. So, den verfolgen wir jetzt. Ich werde hier einmal zwischenspeichern, aber ich werde jetzt einen zweiten Spielstand hier nehmen. Ich schreibe mal jetzt hier Mist. Ich schreibe hier einfach jetzt mal Christian. Ist denn los mit mir? Christian 2 rein. Weil wir uns Geld geliehen haben. Und falls ich pleite gehe. Da jetzt die 2 reingekriegt oder nicht, könnten wir zu den anderen Spielstand laden, könnten wir hier wieder zurück zu Christian und nicht Christian 2. So, den verfolgen wir jetzt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig eingestellt. Und die Fahrpreise sind zu niedrig. Aber hier auf 1 Euro, hier auf 28 Euro, 1,20 Euro. Hier 30 Euro, okay. Hier auf 1,70 Euro. Gehen wir mal auf 47. Okay, hier sieht man jetzt, ich war jetzt mit der Straßenbahn ein bisschen miese noch. Ja, aber das wird sich gleich noch ändern. Statistik mache ich. Ja, mit dem Bissen verstehe ich das jetzt nicht, warum ich da jetzt auf einmal so miese mache. Egal, beobachten wir den jetzt mal eine Runde, gucken wir uns das Ganze an.
Ja, ich habe 80.000 dafür ganze ausgegeben. Aber hier warten auf jeden Fall schon mal zwei. Kann man auch schön sehen. Jetzt, da, jetzt könnte man auch sehen, wie sie dann von einer Haltestelle zur anderen rennen. Ja, als nächstes würde ich dann. Was hatten wir denn als nächstes jetzt? Achso, jetzt gibt es noch die U-Bahn und die Schiffe. Also baue ich als nächstes eine U-Bahn-Station, wenn wir damit durch sind jetzt hier einmal mit der Fahrt. Ja, die würde ich glaube ich dann auch hier auf das große Gelände hier hinbauen. Muss ich mal gucken, wo ich hier eine U-Bahn-Station hinbauen kann und dann baue ich hier einfach die U-Bahn durch und nehme das Ganze hier ein mit der U-Bahn. Man sieht jetzt die ganzen verschiedenen Linien auf dem Boden. Ja, und wir sind direkt auf 26%, weil wir sehen jetzt eine Straßenbahn, sagen, oh geil, Straßenbahn, fahren wir mal mit der Straßenbahn. Ja, und dann später werden sich ein paar Leute wieder beschweren, weil sie nicht mitgenommen wurden, weil der Bus, die Straßenbahn nicht rechtzeitig kommt oder sonst was. Dann rollen sie rum. Das ist aber, das liegt ja auch meistens dann am Verkehr. Da kann ich nichts dran ändern. Ja, und dann geht die Zahl auch wieder ein bisschen runter. Aber ich musste ja nur einmal auf 100% kriegen. Ja, hier ist das Problem, das ist hier alles auf einer Brücke, hier kann man keine Haltestellen bauen, weil die Leute da nicht hochkommen. Unser Problem werden wir uns später aber mit Wissen kümmern. Wir bauen jetzt noch eine U-Bahn-Linie, dann mache ich noch eine Schiffslinie. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4, 5 Buslinien bauen. Weil ich baue noch eine sechste Buslinie, um einmal zu zeigen, wie das dann über die Autobahn aussieht, sehen würde. Mal schauen. Okay, da sitzen jetzt nur drei drinne. Ja, und das ist nicht unsere Haltestelle, aber da. Und da sind sie schon wieder sauer. Weil sie zu lange warten mussten. Aber es ist die erste Bahn, die fährt. Also können sie ruhig sauer sein. Das Schöne ist, in der Straßenbahn passen 80 Leute sogar rein. 40 Sitzplätze und 40 Stehplätze. In den Bussen passen ja nur 30 Leute rein.
60 Leute insgesamt, 30 Sitzplätze und 30 Stehplätze. Hier passen 20 Personen mehr rein. Und ist auch umweltschonender. Ja, Fahrpreise sind zu niedrig. Ich soll die Fahrpreise nochmal höher machen. Oh, viel Straßenbahn. Dann machen wir 1,40. Mal hier nochmal höher. Ja, und das war's. Wenn er mir anzeigt, Fahrpreise höher machen, immer höher machen. Weil senken ist halt ein bisschen mies, aber höher machen ist immer gut, weil so mehr nehme ich dann ein. Und so, ja, geht dann die Kohle. Da ist die Polizei, die steht auch schon mit blauem Licht. Schön an der Ampel, schön in Stau. Da bildet sich ein Stau. Ich hoffe nicht wegen mir. Nee, ich habe da ja keine Linien lang fahren lassen. Ja, warum fahre ich nicht, wenn die anderen fahren? Komisch. Ja, und da werde ich ganz dreist mal von dem Bus überholt. Bisher können die Straßenbahnen überholen. Aber andersrum geht das nicht. Und dann blockiert er mich ganz frech. Da sieht man richtig viele Bauarbeiter. Und so kommen auch Verspätungen rein. Weil ein Bus meinte, der kann ja Geduld zu haben und einfach mal Vollgas zu geben. Oh, einer wurde zurückgelassen. Ja, ich mache diese Testfahrts immer, um zu gucken, wie soll ich den Fahrplan einstellen. Ne, wenn ich zu wenig Leute einsteigen, dann kann ich das auf 2 Stunden machen oder so. Brauchen sie nicht alle Stunde zu fahren, weil das sind Kosten, unnötige Kosten. Wenn die andauernd überfüllt sind, dann mache ich die natürlich auf alle halbe Stunde oder so. Ne? Muss man so einschätzen und deswegen mache ich das mit der ersten Fahrt, gucke ich mir immer an und schätze das dann ein. Ich versuche mich hier wach zu machen mit Energy. Dass ich auch am Quasseln bin und nicht wieder am Einschlafen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich Let's Plays mache, dann hole ich mir vorher Energies. Also werde ich wahrscheinlich immer jetzt dienstags Let's Plays machen und werde die dann für die ganze Woche dann reinpacken. Also ihr seht das dann natürlich jeden Tag eine Folge um 18 Uhr. Und jetzt sehe ich da schon, die Straßenbahn ist überfüllt. Ist aber noch nicht so extrem überfüllt, dass ich da jetzt sagen würde, da muss jetzt jede halbe Stunde einer fahren. Da müssten wir auch mehr Straßenbahnen kaufen, ne? Wenn ich das mache. Ja.
Dann reichen 3-4 auf einmal nicht mehr aus. Dann brauche ich auf einmal 60. Weil die fahren ja doppelt so oft. Ja, mit der U-Bahn, da fehlt eine richtige Fummelei. Das hat mich damals schon genervt, wo ich das erste Level hier durchgespielt habe. Mein Problem war bloß, ich habe das erste Level durchgespielt, habe einen Kredit aufgenommen gehabt und dann war ich pleite beim zweiten Level. Und habe dann die gleiche Karte gehabt. Dachte, ich kann da auf einer neuen Karte wieder weitermachen, wie beim ersten Spiel davon. Wie auf City of Mountain. Auf Mountain 1 dann hat man jedes Mal eine neue Karte bekommen, aber hier nein, musst du auf der gleichen Karte weiterspielen. Und bin nie weitergekommen als den zweiten Level. Ich hoffe, dass das besser wird. Diesmal nicht. Weil ich denke mal schon, dass ich hier alle halbe Stunde einfahren lassen muss. Weil die Straßenbahn ist schon ziemlich überfüllt. Steht da schon wieder eine Ampel. Aber was eine Straßenbahn ausmacht, legt auf 26% und dann bleibt auf 26% anscheinend. Und da sieht man, wie die jetzt von der einen Haltestelle zur anderen laufen. Dann stellen sich jetzt alle bei der Bushaltestelle hin, weil sie irgendwo anders hin wollen. Sind jetzt von der Straßenbahnhaltestelle zur Bushaltestelle hingelaufen. Das kann man richtig beobachten. Da finde ich so genial bei dem Spiel. Richtig genial. Ich gucke mir auch gerne so Let's Plays an bei YouTube, ne? Und dann denke ich mir manchmal so, ey Leute, was macht ihr denn da, ne? Da kriegen sie so eine Aufgabe bei Bus-Simulator oder so. Und dann lesen die Aufgabe nicht richtig durch, fahren dann mit dem Bus und wundern sich dann, dass die Aufgabe nicht erledigt ist, ne? Ja, und das war auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, von ja, wo ich noch meinen ersten Kanal habe. Okay, jetzt ist der Bus, jetzt ist die Straßenbahn hier überfüllt und hat jetzt nicht alle mitgenommen. Also ich muss da echt alle halbe Stunde mal fahren lassen, die Straßenbahn. Da werde ich gleich nochmal ändern, sobald wir am Depot sind, weil der hier nicht alle mitnimmt. Der ist überfüllt. Der ist voll, der Ding. Ja, auf jeden Fall. Habe ich bei meinem ersten Kanal auch so gemacht. Langsam. Ich habe beim ersten, wo ich meinen ersten Kanal aufgemacht habe, habe ich ja vorher Let's Plays gesehen mit Bus-Simulator, Landschaftssimulator und so was. Da habe ich mir gedacht, so, ey, das kannst du auch. Und das kannst du eigentlich auch viel besser spielen. Also,
von der Spielweise ja schon. Okay, dieses Gequassel, das habe ich nicht so drauf gehabt von Anfang an. Ja, aber und deswegen habe ich mir dann damals gedacht, ja, machst du den Kanal auf. Dann haben sie meinen ersten Kanal geschlossen, nur weil ich da Harry Potter Hörbücher reingepackt habe. Aber die Hörbücher war ja noch nicht mal das Schlimme. Das Schlimme war, ich habe im Hintergrund die Filme laufen lassen. Dann haben sie mir das gesperrt. Okay, ne? Ich habe dann da versucht, meinen Kanal noch aufzumachen. Habe ich ja ein Video von gemacht. Ja, und ihr habt dann so ein paar Probleme gehabt. Ich habe da keinen Menschen bekommen. Ich habe den Kanal nicht aufgemacht. Ich habe angeboten gehabt, die Harry Potter Videos wegzumachen. Hauptsache ich kriege meine anderen Videos wieder. Ja, aber red mal mit dem Computer, ne? Mit so einer KI da irgendwie. Weil da ist kein Mensch dahinter. Ich schreibe da an, mein YouTube-Kanal ist geschlossen worden. Und die sagen so, ist ihr Google-Konto geschlossen? Dann machen sie sich neuen. Und ich hab da nur zurückgeschrieben, mein Google-Konto ist nicht geschlossen, mein Google-Konto ist ja offen. Mein YouTube-Konto wurde bloß geschlossen. Ja, da habe ich mir irgendwann gedacht, ach scheiße, jetzt machst du einen zweiten Kanal auf. Und das allererste Video, was du machst, ist ja mal so ein Protest dagegen, dass dein erster Kanal geschlossen wird. Geschlossen wurde. Habe ich auch so gemacht. Da habe ich ja mit Siedler angefangen wieder. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich kann doch nicht die ganze Zeit nur Siedler zocken. Und dann habe ich Siedler auf Mountain 2 gemacht. Den ersten Teil habe ich leider nicht mehr. Den hatte ich noch auf dem Windows 7 PC, den ich damals hatte. Aber hier habe ich den jetzt nicht mehr drauf gehabt. Also spiele ich Siedler auf Mountain 2. Obwohl mir der erste viel besser gefallen hat. Aber hier beim zweiten hat man mehr Funktionen. Also man kann hier mehr selber entscheiden und so. Es ist ein bisschen mehr Strategie beim zweiten. Weil irgendwie hat mir der erste besser gefallen. Da hat man Berlin gehabt, da hat man so viele verschiedene Maps gehabt. Weiß gar nicht mehr, was da alles für Maps waren. Aber wie ich hier gerade raussehe, muss ich wirklich eine halbe Stunde einfahren lassen. Eine Straßenbahn fahren lassen, weil der die ganze Zeit nur überfüllt ist und an zwei Haltestellen konnte der schon keine Passagiere mehr aufnehmen, weil ist die Straßenbahn hier zum Beispiel bei 80 sind alle Stehplätze und alle Sitzplätze besetzt und dann lässt er keine Passagiere mehr rein. Und die Passagiere regen sich schon alleine drüber auf, wenn sie stehen müssen. Macht schlechte Kritik hier. Da sind auch schon bestimmt ein paar abgehauen. Und haben gemerkt, dass wir zu lange warten mussten. Aber das ist die erste Fahrt, die der macht. Also sollen sie nicht meckern. Und hier ist schon die dritte Haltestelle, wo er jetzt Leute zurücklassen muss. Weil er überfüllt ist. Hier hat er jetzt zum Beispiel drei Leute nicht aufgenommen. Konnte er nicht mitnehmen. Also werden wir den gleich noch weiter beobachten und ich werde da jetzt einfach den Fahrplan gleich mal ändern, sobald wir beim Depot sind. Und werde noch mehr Straßenbahn kaufen. Dann müsste halt eigentlich geregelt sein. Das Ganze überprüfen wir dann nochmal mit einer kompletten Fahrt. Aber irgendwie ist das Spiel auch ein wenig am Haken. Aber Problem hatte ich schon immer bei dem Spiel. Bei Windows 7 ist der mir sogar regelmäßig abgestürzt. Da, schon wieder 80 Leute drin. Hier lässt er jetzt auch schon wieder drei Leute zurück. Die drei Leute müssen dann eine Stunde länger warten. Aber ich bin auf 33% hochgegangen.
Also hat die Straßenbahn doch viel bewirkt. Das erinnert mich immer mit dieser Überfüllung, mit den überfüllten Bussen und Straßenbahn. Das erinnert mich immer so, wenn die Kids so Schulschluss haben. Dann sind die Busse auch immer randvoll. Man kommt da gar nicht mehr rein in die Busse oder so. Oder Straßenbahn. Man muss immer, am besten läuft man immer zum nächsten Bahnhof oder so. Da muss man ein Stück laufen, zwar. Aber dann kommt man auch in den Bus oder in die Straßenbahn rein. Selbst die Züge sind überfüllt. Hab ich auch schon mitgekriegt. Okay, hier ist eine Haltestelle, wo keiner einsteigen will. Ist auch gut. Ja, es ist immer, entweder wollen sie zum Gebäude in der Nähe oder die wollen mit einer anderen Linie weiterfahren. Ich habe das damals mal so gehabt, ey, da ist echt ein Haufen Leute ist dann von der Straßenbahn zum Bus gelaufen. Und man hatte die Bushaltestelle auf einmal da irgendwie 40, 50 Leute da stehen. Und der Bus konnte die ganzen Leute gar nicht aufnehmen. Sind auch schon da 11 Leute. 10 kann er nur einnehmen. Okay, wir sind ausgestiegen. Jetzt steht er hier an der roten Ampel. Okay, hier ist der Einkaufsladen. Da sollte eigentlich viele Leute sein, aber anscheinend doch nur 11. Okay, wir haben jetzt auch nachts. Der geht auch nachts einkaufen, ne? Und jetzt kommen diese ganzen Einfamilienhäuser. Bei diesen ganzen Einfamilienhäusern, da nimmt man kaum Passagiere auf. Die bringen eigentlich kaum Geld ein. Ist so ein miesen Geschäft. Da steigen auch kaum Leute aus. Hier, das beste Beispiel. 0 Leute da. Und jetzt, okay, 2 Leute sind ausgestiegen, aber 0 sind eingestiegen. Das ist jetzt das beste Beispiel, was ich gerade meinte. Oh, wir sind auf 40% hoch. Ja, lass mal den einmal richtig durchfahren, sind wir glaube ich auf 50. Und wir ein bisschen an den Einstellungen noch rumspielen. Oh, hier ist jetzt auch ein Laden. Rondo. Es geht eigentlich nur darum, diese Hauptaufgaben zu lösen. Das reicht schon. Diese Nebenaufgaben, die muss man gar nicht lösen. Bei den einigen, da funktioniert das noch nicht mal, wenn ich das so verbinde, wie sie das gerne hätten. Das habe ich ausprobiert gehabt. Dann hat das noch nicht mal geklappt. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, wenn ich einfach alles versuche abzudecken mit den verschiedenen Linien, klappt das eigentlich viel besser als wenn ich hier mich hier dran halte, was die Leute da wollen. Beim ersten Teil war das anders. Da hat man die Vorschläge von den Leuten da aufgenommen und hat damit nochmal zusätzlich Geld gemacht und das hat dann auch geklappt. Also man hat dann konstante Linien gehabt, die auch funktioniert haben. Aber diese Linien hier funktionieren nicht. Weshalb das auch immer so ist,
Vielleicht mache ich da was falsch, vielleicht bin ich zu dumm dafür. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das einfach nur ein Bug. Ich habe keine Ahnung. Aber ich krieg das nicht hin mit diesen Linien, die Privatleute da haben wollen. Bin auch mal jetzt richtig gespannt, wo die ganzen 70 Leute hin wollen. Ja, die sind ja schon ziemlich früh eingestiegen und der fährt hier die ganze Zeit durch die Gegend hier kutschiert. Der kutschiert die ganze Zeit hier durch die Gegend. Aber ist ja mal interessant, wo die Leute aussteigen. Ja, ich muss ja auch versuchen, den Verkehr zu entlasten mit meinen Fahrzeugen. Aber wenn ich zu viele Fahrzeuge kaufe, so Straßenbahn, Busse zu viele, dann blockiere ich noch den ganzen Verkehr. Dann mache ich da noch mehr Verkehr rein eigentlich. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich sollte ihn eigentlich entlasten. Und deswegen werde ich auch gleich noch eine U-Bahn bauen und dann auch noch an Schiffe. Mit Schiffe kann ich nicht viel abdecken, aber ich werde da mal so eine kleine Schiffslinie bauen. Einfach nur mal, um zu demonstrieren, wie das hier aussieht. Und dann werde ich den Rest abdecken mit Buslinien, weil die sind am einfachsten zu bauen. Da kriegen wir schon alles hin. Ja, mich freut das ja, freut es ja, wenn die Busse über Straßenbahn überfüllt sind, aber das freut die Gäste nicht. Also ich verdiene zwar dadurch gut, aber die Gäste sind, die mögen das nicht, weil wer mag das schon, in überfüllten Bussen rumzufahren oder Straßenbahn oder U-Bahn. Autobahn hat jemand das Problem, da stand ich dann immer im Stau mit dem Bussen oder Straßenbahn. Aber ich werde eine Linie auf jeden Fall im Laufe des Spiels irgendwann, eine Linie werde ich über die Autobahn scheuchen. Ich denke mal, ich werde da eine Buslinie hinbauen, über die Autobahn. Aber es sieht ja ziemlich leer aus, ne? Es fahren kaum Autos, fällt mir gerade auf. Habe ich den Verkehr echt schon so derbel entlastet? Kann eigentlich gar nicht sein, aber... Ja. Ja, wir fahren jetzt Richtung Depot zurück. Also denke ich mal jetzt, dass die Leute langsam alle aussteigen werden. Ja, die sind ein bisschen sauer alle. Ich denke mal, die sind alle sauer, weil der Bus überfüllt ist. Aber wir können ja mal gucken. Fahrzeug war verspätet. Okay, die sind sauer, weil der Fahrzeug verspätet war. Ja, aber es ist der Verkehr.
und stand ein Bus im Weg. Wir haben echt jetzt nur Verspätung, weil uns ein Bus überholen musste. Alles halb so schlimm. Ja, einerseits einfach stehen lassen, weshalb auch immer. Das machen sie auch gerne immer. Also mal eine Person vergessen, weißt du? Dann lassen sie die Person da eben stehen. Okay, jetzt wird's wieder hell, jetzt wird's wieder Tag. Aber ich muss da echt alle halbe Stunde einen losschicken, weil der fährt die ganze Zeit nur überfüllt. Bei der U-Bahn ist das natürlich wieder anders. Müssen wir mal schauen. Werden wir ja sehen. Wir sind jetzt erstmal bei der Straßenbahn, konzentrieren wir uns auf die Straßenbahn. Die erstmal vernünftig einstellen. Wir fahren auch gar nicht bis zum Depot. Was habe ich denn da gerade erzählt, ey? Ein lässt er wieder stehen, deshalb auch mal. Mein Gott. Wir fahren wir ja noch gar nicht zum Depot. Wir sind ja noch immer in dieser, auf dieser kleinen, in dieser kleinen Stadt da. Wir fahren jetzt erst gerade wieder zurück zum Depot, ne? Oder er fährt jetzt hoch und dann wieder zum Depot. Ich dachte, wir wären schon auf dem Weg wieder zum Depot. Er fährt ja noch durch die kleine Stadt da. Warum? Ja. Kann man auch richtig sehen, wie die Leute ein- und aussteigen. Ja, ich weiß nicht, ob wir es mit dem Kredit da wirklich so gut gemacht haben, wie so viel einnehme pro Woche. Ich müsste ja 45.000 pro Woche einnehmen. Ich könnte mich irgendwann voll in die Miese treiben. Ich hoffe aber bis dahin, dass wir eine neue Karte wenigstens kriegen.
Ja, ich bin auf 53%. Wenn ich da auf 100% bin, ist der Level durch. Dann fängt der nächste Level an. Ich wohne hier auf der 4. Etage und der hat ohne Fahrstuhl. Ich muss ja in der letzten Zeit ziemlich oft rauf und runter laufen, weil ich eine Menge Stress hatte. Ja, und mir tun jetzt die Unterschenkel, nennt man das glaube ich, ne? Die Unterschenkel von dem Bein tun mir jetzt extrem weh. Richtig der Muskelkater. Ich hab heute zu einem gesagt, Leute, ihr kippt mich mal heute. Bleibt heute zu Hause. Mir tut alles weh. Ich habe so viel Stress gehabt. Wenn sie was wollen, sollen sie zu mir kommen. Jo. Es fällt mir hier gerade was auf. Ich hoffe, die hat einen Weg geschmissen. Scheiße. So, hat sie hier reingepackt. Hier ist die Karte. Scheiße. Ah, scheiße. Hier ist die Karte weg. Scheiße, ich muss mir eine neue kaufen. Ja, das ist jetzt mies. Ich hab ja eine Putzfrau. Ja, meine Putzfrau war hier. Ach so, da ist die SD-Karte. Alles gut. Wollte schon sagen. Die hat hier aufgeräumt und ja. Ich habe mich gerade gewundert, wo die Klamotten sind, die ich fertig machen wollte. Ein Stick sollte ich fertig machen und eine SD-Karte. Ja, ich habe sie jetzt wiedergefunden. Ich dachte schon, sie hat jetzt im Müll geworfen, weil ja, die Leute wissen nicht immer alle, was das genau ist. Die meinen, das ist dann Müll und dann schmeißen die immer so eine kleine und eine kleine SD-Karte hier. Schmeißen sie dann in meinen Müll, weil sie keinen Plan haben, was das überhaupt ist. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Panik geschoben gerade, aber ist alles da. Muss nur alles fertig machen. Irgendwann mal. Muss Zeit finden für. Ja, es sind noch einmal 52 Leute drin. Ja, meine Netzabdeckung ist jetzt auf 46 runtergegangen wieder, weil sich da ein paar Leute jetzt beschwert haben, ne? Wegen Verspätung, wegen Überfüllung und so. Deswegen werde ich das gleich nochmal richtig einstellen. Wenn wir nochmal eine Runde fahren mit denen. Und dann fangen wir mit der U-Bahn an. Spätestens im nächsten Teil werde ich eine U-Bahn-Linie bauen. Vielleicht schaffe ich das noch in diesem Teil, vielleicht mache ich das dann im nächsten Teil. Mal schauen, wie das hier so klappt. Ja, der ist schon wieder auf 53 Leute sind da wieder drin. Ja, aber irgendwie mache ich doch miese im Moment. Ja, aber das liegt wahrscheinlich an dem Kredit. Können wir ja mal einmal reingucken. Hier bei meinen Finanzen, Hier bei meinem Finanzen. Ja, ich mache 45.000 Euro miese.
Ja, das sind die Zinsen hier, 44.653 an Zinsen, bezahle ich ja hier für den Kredit. Und deswegen mache ich im Moment 45.000 Miese. Dann mache ich die nächsten 100 Wochen. Ja. Deswegen sage ich da, eigentlich wollte ich lieber ohne Kredit spielen, ne? Weil ich dann keinen Gewinn mehr mache. Aber im Endeffekt geht es ja jetzt nur um die Netzabdeckung. Ich weiß nicht mehr, was für Aufgaben man im zweiten Level hatte. Aber ich versuche das jetzt einfach so durchzuspielen. Ansonsten muss ich das nochmal beim ersten Speicherpunkt weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich das dann ja, ich werde das dann einfach vom falls ich bankrott gehen sollte, werde ich das einfach von dem Zeitpunkt weiterspielen, wo ich keinen Kredit aufgenommen habe. Ich werde das dann von da nochmal zeigen. Ja, es werden dann eine Menge Clips. Aber was soll's, ich habe Zeit. Es geht ja nur um den Spielspaß. Das sind so Spiele, wenn man sie sich so anguckt, ist das einfach so ein bisschen chillen, ein bisschen gucken. Oh, denke ich mir immer, wenn ich mir Let's Plays angucke. Also welche Let's Plays auf jeden Fall. Es gibt ja Let's Plays, da gibt es richtig Action. Hier ist ein bisschen weniger, hier ist so ein bisschen so was für Liebhaber, ja. Für Bus, Straßenbahnliebhaber, U-Bahnliebhaber. Für Leute vielleicht, die auch nicht mehr weiterkommen bei dem Spiel. Und dann gucken, wie kommt man denn weiter ins nächste Level. Das habe ich früher auch immer auch gemacht, wo ich noch keinen YouTube-Channel hatte. Habe ich auch mal bei YouTube geguckt, wie komme ich da weiter, weil ich nicht mehr wusste, also, wie ich weiterkomme. Bei Pokémon war das immer ein Problem. Habe ich irgendeine Klamotte vergessen irgendwo in irgendeiner Stadt und kam dann nicht weiter. Meinen ersten Channel habe ich aufgemacht im April 2018. Der hat dann bis Januar 2018 gehalten. Ich glaube, den habe ich jetzt auch im Januar, nee, bis Januar 2019 hat er gehalten. Da haben sie mir den zugemacht. Ich glaube, den habe ich jetzt seit Januar offen. Deswegen ungefähr hinkommen. Ja, jetzt fährt er hier schon über die Brücke. Aber die zweite Brücke ist das schon, ne? Und der hat noch immer 48 Leute drin. Aber das ist ein bisschen viel. 8 Leute stehen da noch. Aber wir kommen jetzt zum Depot. Da steigt nur einer aus. Der will irgendwo zu den Hochhäusern. Hochhäuser sind eigentlich gut, echt. Da kriegt man eigentlich viele Passagiere. Muss aber dann an der Stelle nicht. Ja, ich bin jetzt auf 40% runter. Ist aber halb so schlimm. Wo wollen die denn alle hin? Lässt da einen wieder stehen. Einen hat er wieder übersehen. Wollen wahrscheinlich mit dem Bus fahren und wollen da einfach nur umsteigen.
später da mal im Depot. Da sieht man auch schön die gelb-graue Streifen da, wo der genau halten kann, ne? Beim Stau können zum Beispiel zwei Busse hintereinander stehen. Bei den Straßenbahnen geht das nicht. Aber bei den Bussen. Oh, was steht denn da für eine Masse? 21 Leute. Wo wollen die denn alle hin? Ganz am Ende steht da noch eine Masse von 21 Leuten. Da bin ich mal jetzt gespannt. Ja, ich werde irgendwann bankrott gehen, auf jeden Fall. Ja, hier steigen so 50 Leute steigen hier aus. Boah, was für eine Menschenmasse da. Ja, und die werden jetzt alle, die ganze Menschenmasse wird jetzt hier hingehen. Also, werden wir hier erstmal den, Nein, ich wollte doch die Linie ändern. Achso, war doch richtig, warte mal. Hä? Wie konnte ich denn nochmal die Linie ändern? Hier, ne? So. Hier, genau. Und jetzt machen wir hier, hier brauchen wir mehr Busse, also alle halbe Stunde. Wochenende alle halbe Stunde und in der Nacht alle halbe Stunde. Ich hoffe, das löst jetzt das Problem. Okay. Ah, ich brauche ja mehr Dings jetzt. Boah, brauche ich die nicht. Zeigt mir trotzdem 19 an. Die 30 habe ich ja gekauft. Ah, der hat das nicht abgespeichert. Ach man, okay. Hier. Wochenende, halbe Stunde. Ich habe auf Abbrechen gedrückt, ne? So, alle halbe. Jetzt habe ich alles halbe Stunde eingestellt. So, jetzt auf okay. Ja, jetzt zeigt er mir 36 an. Also brauche ich noch 10 Busse mehr für diese Linie. Okay, ist kein Problem. Was? 36 Busse braucht er insgesamt für die Linie. 30 habe ich. Also ja, 10 Stück brauche ich. 10 Stück brauche ich auf jeden Fall noch. So, kaufen. Ja, jetzt habe ich 40 Busse. So, das speichern wir jetzt einmal schnell ab auf Christian 2. So. So, und jetzt warten wir, bis der wieder rausfährt. Und da hat man jetzt gesehen, der hat die 40 Leute tatsächlich mitgenommen und ist jetzt überfüllt. Und ich falle hier irgendwie auf 33% runter. Ja, Straßenbahn nimmt jetzt genug ein. Ich bin derbel in Miese. Woche jetzt, das bleibt jetzt auch 10 Wochen, 100 Wochen bleibt das jetzt auch so, dass ich diese Summe bezahlen muss. Und ich hoffe, dass ich die 100 Wochen jetzt durchhalte.
aber ich weiß es nicht. Sorry. Ja, ich könnte pleite gehen. Ja, und was ist jetzt hier das Problem? Der kommt jetzt hier nicht rein. Achso, 17 sind drinne. Und 16 passen da nur rein in den Depot. Und wir haben 40 Dinger. Deswegen kommt er da jetzt nicht rein, muss erstmal warten, bis einer rausfährt. Ja, ich denke mal, dass ich dem die Straßenbahn noch markiert habe, dass wir die noch verfolgen. Weil dann würden wir mit der Straßenbahn nochmal einmal rumfahren. Ja, der macht, der verursacht hier jetzt einen kleinen Stau. Da 51 sind da noch drin, ey. Die 51 rennen jetzt wieder hier runter. Ja. Ja, 41 sind da jetzt noch drin. Fahrpreise sind zu niedrig, machen wir die Fahrpreise höher. So. Straßenbahn machen wir teurer, 1,50 kostet die Fahrt jetzt. Dann, wenn man hier Kombi nimmt, also Straßenbahn mit dem Bus fahren will, kann man sich Ticket kaufen für beides zusammen. Die Preise machen wir auch ein bisschen höher. Das ist, wird jetzt in der nächsten Zeit echt eine Spielerei sein. Hier mal Preise rauf, runter und so weiter. Aber das kriegen wir alles hin. 50 Euro für eine Karte, okay. Ja, was markiere ich denn hier jetzt gerade? Die sind 16 jetzt drin. Jetzt warten, bis hier noch einer rauskommt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich da jetzt weiterhin den markiert hatte. Aber was soll man... Ja, warten wir einmal kurz ab. Das wird sich ja auch nach einer Zeit selber regeln. Ich meine, ich habe den aber nur markiert gehabt. Da zum Beispiel, da sind jetzt über 40 Leute schon wieder ausgestiegen. Laufen da jetzt... Da jetzt wieder runter und wollen alle hier hin. Ja... Ich wollte ja hier noch eine U-Bahn hinbauen und dann wird sich das auch ein bisschen regeln. Wird das hier ein bisschen lockerer sein. Jetzt sind die Fahrpreise zu hoch. Und das meine ich hier mit der Spielerei. Ich werde da jetzt jedes Mal reingehen, wenn der meckert.
jetzt 37 drin, 37 Leute. Ist schon hier richtig eingestellt. Alle Leute, die irgendwie nach da hinten wollen, nach links, die steigen dann hier aus. Das hier ist jetzt so was wie eine Zentrale im Endeffekt. So ein zentraler Treffpunkt, Drehkreuz. Ich habe da jetzt keine Lust weiter zu warten. Deswegen werde ich mir jetzt den hier krallen. Nicht die Buslinie. Straßenbahn. Und werden den jetzt einfach beobachten. Und werden mit denen jetzt eine Fahrt machen. Wenn da jetzt alles okay ist, soweit, dann kann ich anfangen, eine U-Bahn zu bauen. Aber ich bin schon wieder auf 26 runter. So, da warten jetzt schon 37 Leute. Wir werden da von dem Bus rausgelassen, laufen dann hier rüber zur Straßenbahn und fahren dann mit der Straßenbahn. Und das auch andersrum. Die Straßenbahn lässt da hinten irgendwo Leute raus und die gehen dann zu den Bussen. Das ist so ein zentraler Punkt, wo die dann von A nach B auf hier die Verkehrsmittel wechseln. Da stehen jetzt schon wieder 13 Leute, oder 14, wo wir dann gerade die Leute abgeholt haben. Okay, jetzt durch meinen Verkehrsdingern ist da eine Verkehrsdichte von 57%. Ja, es liegt aber jetzt an meinen Fahrzeugen. Das ist einfach, wenn man einen hohen Kredit hier nimmt, geht man ziemlich schnell pleite. Ich frage mich echt, wo da eine Haltestelle stehen soll. Ist auch egal. Die Zeit für eine Haltestelle ein bisschen kosten, die ich nicht benutze. Habe ich so zwei Stück von bestimmt. Ja, und hier warten auch schon wieder 25. Sagen wir nicht, ich muss da echt alle Viertelstunde einfahren lassen. Ich kann ja nicht andauernd überfüllt hier rumfahren. Okay, warum steigen jetzt so viele hier auf? Weil sie jetzt alle zum Bus wollen, oder wie? Wir laufen alle Richtung Bus, Haltestelle. Ja, das ist hier so eine komische KI.